Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland faktisch am Ende und wurde von England, Frankreich, den USA und der Sowjetunion besetzt. Berlin, die Hauptstadt, lag isoliert im Sowjetgebiet im Osten und wurde ebenfalls geteilt. Stalin wollte jedoch ganz Berlin haben und es kam zur Sperrung der Versorgungswege. Doch die anderen drei westlichen Mächte scheißen darauf und versorgten den westlichen Teil Berlins über eine Flugbrücke. Im Mai 1949 kommt es in der westlichen Zone Deutschlands dann zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, mit Konrad Adenauer als gewähltem Bundeskanzler, denn es gab wieder freie Wahlen, zumindest in Westdeutschland. Im Gegenteil nämlich zur östlichen Zone, dort wurden SPD und KPD zur SED, zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, vereinigt, welche die einzige legale Partei dort wurde. Da die Ostdeutschen auch Bock auf einen Staat hatten, wurde im Oktober 1949 ebenfalls die DDR gegründet. Das steht für Deutsche Demokratische Republik. In der DDR gab es das Wirtschaftssystem der Planwirtschaft und in der BRD entstand unter dem Wirtschaftsminister Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft. In der DDR wurde derweil der Aufbau des Sozialismus verkündet, was jedoch zur Ernährungskrise führte. 1953 hatten die Deutschen im Osten dann so richtig Bock auf Widerstand und protestierten in Berlin gegen die bestehende Ordnung. Im Laufe der Zeit fliehen sogar sehr viele Menschen wegen dem Regime nach West-Berlin, weshalb 1961 die Berliner Mauer gebaut wird. In der BRD läuft es währenddessen super. Es kommt zum Wirtschaftswunder, zum NATO-Beitritt, zur Gründung der Bundeswehr, zur deutsch-französischen Freundschaft, zum Fußball-Weltmeistertitel in Bern und das Saarland wird 1957 in die BRD eingegliedert. Die ersten 20 Jahre nach Gründung der BRD und der DDR war die Situation der deutschen Staaten sehr angespannt, denn die BRD war der Meinung, dass sie alleine alle Deutschen vertreten kann. Dann wurde 1969 Willy Brandt von der SPD Bundeskanzler und stand für bessere Beziehungen mit der DDR. Er besuchte ebenfalls Polen und es kam zum berühmten Warschauer Kniefall, für welchen er später sogar den Friedensnobelpreis bekam. 1972 kam es dann zum Grundlagenvertrag mit der DDR, welcher die Souveränität beider Staaten festlegt. Die DDR wird daraufhin Teil der UNO, den Vereinten Nationen, und es kommt zu einer Ölkrise in der BRD, da diese Israel unterstützen, was die arabischen Staaten nicht so toll finden. 1974 wird dann Helmut Schmidt ebenfalls von der SPD Bundeskanzler. Während dieser Kanzlerschaft kommt es zu großem Terror durch die RAF, der Roten Armee-Fraktion, und zum NATO-Doppelbeschluss, welcher die Stationierung von Atomwaffen in Westeuropa legitimierte. Dies führt zu Protest und zur Gründung der Grünen 1980, welche immer noch im Bundestag sitzen. Doch wie kam es jetzt eigentlich zur Wiedervereinigung der beiden Staaten? Neben vielen Fluchtversuchen der DDR-Bürger entdeckten die Bürger der DDR, dass die Wahlen dort gefälscht sind und es kommt zu immer größeren Protesten, den sogenannten Montagsdemonstrationen. Die Forderung nach echter Demokratie wird lauter, doch Staatschef Erich Honecker ist das egal, denn er hat keinen Bock auf Reform. Im Oktober 1989 erreichen die Proteste eine Größe von 70.000 Menschen und Honecker wird von der SED abgesetzt. Am 9. November 1989 kommt es dann zum Mauerfall in Berlin, da auf der Pressekonferenz der SED neue Regelungen für Westreisen bekannt gegeben wurden und unzählige Menschen zur Berliner Mauer strömten. Es folgten ebenfalls die ersten und gleichzeitig auch letzten demokratischen Wahlen der DDR und am 3. Oktober 1990 kommt es schließlich zur deutschen Wiedervereinigung. Ich hoffe sehr, euch hat dieses kurze Video zur BRD und DDR gefallen. Falls ja, lasst gern einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.